Hallo und willkommen auf meinem Kanal Find Vintage Beauty. Liebe Schmuckfreunde, heute habe ich etwas Besonderes für uns. Ich habe ein antikes Schmuckkästchen mit einer privaten Schmucksammlung in England ersteigert. Schon häufiger habe ich besondere Schmuckstücke in England gefunden und hoffe heute auf ausgefallene Teile. Also der Schmuckkasten ist wirklich schön. Ich finde ihn sogar noch schöner als auf den Bildern. Made in Italy, sehe ich hier gerade. Ob das wirklich antik ist, kann ich nicht sagen. Aber es ist Holz. Und hier klebt ein farblich sehr schönes, passendes Puzzleteil drin. Ich weiß auch nicht, was das bedeutet. Vielleicht irgendeine Art Glücksbringer. Aha, das sieht doch schon sehr, sehr gut aus. Fangen wir mit diesem hier an. Ein toller Clip, Ohrclip. Das ist der zweite dazu. Das ist hier eine Art ein bunter Stein. Von der Größe her würde ich sagen, dass die aus den 80ern sind. Aber dieser Clip, der könnte auch älter sein. Also die sind schon mal sehr, sehr schön. Schön, und die haben auch diesen Antique-Revival-Stil, den ich so gerne mag. Wieder ein schöner Ohrclip. Ein silberfarbenes Metall. Eine schöne Blume mit Strassstein. Auch ein guter Zustand, gefällt mir auch sehr gut. Schön. Tolles Himmelblau. Hier auf dem Clip steht Japan. Das, die sehen auch wirklich tolles Clipteil. Die sehen sehr schön alt aus. Aber die Form ist irgendwie unterschiedlich. Aha, ich glaube hier, oh ja, hier sind schon einige. Das Blatt ist nur noch zur Hälfte da, die Blume ist nur noch zur Hälfte da. Sehr, sehr schade. Ja, hier fehlt, glaube ich, auch, fehlen auch Perlen. Also ein tolles Design. Wenn die komplett wären, das wäre doch der Hit. Die Farbe, dieses Babyblau, das finde ich einfach super schön. Das sind so die Anfänge der 50er Jahre. Hellblau war so, ja, 50 bis 53. Sehr, sehr beliebt bei Schmuck. Oh wow, hier haben wir eine ganz tolle Perlenkette. Ich muss mal unter die Lupe. Marvella, Patent Pending. Das sieht richtig toll alt aus. Das könnten auch die 40er Jahre sein. Und hier auch der Verschluss. So schön mit den kleinen Strasssteinen verziert. Sehr, sehr schöne Vintage Halskette. Toll. Ja, das gefällt mir gut. Was haben wir hier? Ja, hier ist auch wieder eine Marke. Mal schauen mal. Mabo. Und dann darunter ist eine Zahl 1061. Mabo. Ja, das kenne ich. Das ist eine Marke von Marcel Boucher. Marcel Boucher ist einer der besten Schmuckdesigner aller Zeiten, meine ich. Und in den 50er Jahren war das eine Marke, die er selber hergestellt hat. Also toll gemacht. Hier auch diese Unterbrechung. Ganz tolle Welle, geschwungene, schöne Brosche.
Dann haben wir hier eine Blütenbrosche. Nee, also ich meine keine Marke. So ein ganz heller Goldton, auch so strukturiert. Und die Steine sind Pastellfarben, rosa, hellblau. Also das ist auch typisch für die 50er. Mit Perle. Die Perle ist leider ein bisschen mitgenommen. Aber wenn man bedenkt, dass dieser Schmuck ja auch schon 70, 80 Jahre alt ist, finde ich, darf das auch sein. Ja. Das ist ein Stiefmütterchen. Und soweit ich weiß, sind das echte getrocknete Blumen, die dann mit so einem Acryl übergezogen werden. Und hier wurde nochmal so ein kleiner Goldrand gemacht. Eine schöne Kette. Ich guck mal, ob wir einen Stempel finden. Nee, leider kein Stempel. Aber also es kommt mir sehr bekannt vor. Ich meine, dass das auch unterschiedliche Hersteller gemacht haben. Dann haben wir hier einen interessanten Ohrclip. Ja, der sieht auch sehr schön alt aus. Ich gucke nochmal. Nee, keine Marke. Hier ist der zweite. Ja, toll. Ganz, ganz toll. Das vom Design her würde ich sagen, das sind die 40er Jahre. Und dieses wieder, es gibt einen rechten und einen linken. Und dann diese vier Anhänger, die dann jede Bewegung mitmachen. Sehr, sehr schöne alte Ohrringe. Und was haben wir hier? Das fühlt sich gut an. Ich gucke nochmal. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Sean Lean. Also das, die Marke kenne ich nicht. Der Look ist aus meiner Sicht vielleicht Vintage, aber dann wahrscheinlich die vielleicht 90er Jahre. So, es sieht schon sehr nach Designerschmuck aus. Qualität ist auf jeden Fall da und auch dieses Markenzeichen ist auch sehr, sehr schön. Also da ich diese Marke nicht kenne, werde ich das auf jeden Fall recherchieren und dann ins Video schreiben. Also es sieht toll aus. Ich hoffe, dass es was Besonderes ist. Ohrringe ohne Marke. Das ist ein Millefiori aus Italien. Ein Glascabochon in einem schönen Himmelblau. Auch schön. Denn das hier sind Perlenclips. Die sehen sehr gut aus. Ja, die finde ich sehr gut. Perlen und Strass. Ein hochformatiges Design. Sehr hübsch. Und Vintage. Schön. Und dann haben wir hier einen sehr ausgefallenen Ring. Ja, das finde ich sehr gut. Das ist wirklich dieser exzentrische Geschmack, den ich an Schmuck aus England so gerne mag. Also ich sehe eine Marke, ich gucke nochmal. Ja, leider kann ich das nicht so gut entziffern, also irgendwie eine Karatzahl steht drin.
Aber ich meine, dass es auch vergoldet ist. Also ich werde das auch noch mal genauer untersuchen und dann ins Video schreiben. Das Design ist sehr ausgefallen. Einen Markennamen habe ich nicht gefunden. Ein kleiner Frosch mit grünen Augen, Eisring. Oh, das ist schön. Das, so etwas kenne ich von Monet. Vielleicht ist es Monet. Hier ist eine sehr schöne Plakette. Die Marke heißt Atlas. Also auch wieder etwas, das ich nicht kenne. Das Design, das ist bei Monet, sind das ja die Broschen vom 1947, 46, 47. Also ich denke, diese Brosche wird auch aus dieser Zeit sein. Sehr elegant, sehr schön. Dann haben wir hier einen Anhänger. Ich gucke wieder noch mal unter der Lupe. Nein, keinen Stempel gefunden. Also der Löwe ist so stehend dargestellt. Also die Darstellung finde ich schon sehr schön und sehr interessant. Toll. Dann haben wir hier schlichte Clips. Ja, ich sehe eine Marke. Kann ich auch ohne Lupe lesen. Berger ist eine bekannte Vintage-Schmuckmarke. Also das Copyright-Zeichen sehe ich nicht. Also ich denke, das wird so auch aus der Mitte der 50er Jahre sein. Dann haben wir hier einen tollen Ring. Ein Modeschmuckring. Denn er hat die Einheitsgröße. Also diesen Ring, das kenne ich so von Echtschmuck nicht. Das gibt es definitiv im Modeschmuck. Mit mini kleinen Perlen und so amethystfarbenen Steinen. Sehr schön aus. Sieht so wieder in einem Antik-Revival-Stil. Also den finde ich ganz, ganz toll. Sehr schöner Ring. Und dann ist hier noch etwas mit amethystfarbenen Steinen. Oh, das sieht auch sehr gut aus. Das muss ich erstmal auch untersuchen. Ja, ein sehr schöner Schriftzug ist drauf. Simmons. Und am Ende noch so ein Stern. Und ist da auch ein Stempel? Ich gucke nochmal. Nein, kein Stempel. Aber diese Kettenglieder, die sind nochmal so strukturiert. Die Steine sind toll gefasst. Ich hoffe, man sieht das, dass die Fassung dieser ist, hat auch so einen ganz schönen Rand. Dann sind die Steine hinten offen. Das spricht auch für die Qualität. Also es sieht auch sehr alt aus. Das könnte etwas Antikes sein. Finde ich sehr, sehr schön. Toller Schmuckkasten. Das gefällt mir sehr gut. Ja, was ist das denn hier ausgefallenes? Das kann man von beiden Seiten rausnehmen. Das ist so eine Feder. Hier steht auch etwas drin. Benruss und eine Vergoldung. Also ich glaube, es ist für eine Uhr, für eine Armbanduhr, die man aufziehen kann. Also hier müsste eigentlich die Krone rauskommen. Das sieht auch sehr schön alt aus. Also wenn das einer von euch weiß, bitte schreibt mir das in die Kommentare, ob mein Verdacht richtig ist. Ich glaube, es könnte für eine Uhr sein. Und dann haben wir hier nicht ganz so alte Ohrringe. Ohne Marke. Ein toller Perlentropfen
Mit Rot, Grün und Lila Stein. Also, das könnten auch eher die 80er oder 90er Jahre sein. Und hier haben wir eine Brosche. Die Brosche ist auch wieder von Bergère. Also die ist, glaube ich, so auf Antik getrimmt. Sie ist nicht ganz so alt, aber könnte auch schon aus sein, ist dann Copyright-Zeichen. Nee. Also ich weiß nicht, wie lange es diese Firma gab. Das werde ich auch recherchieren. Also den Look finde ich sehr schön. Der ist so wirklich antik. Und auch dieser transparente Stein, die hat schon was. Ja, das ist leider alles. Also der Kasten gefällt mir sehr, sehr gut. Vielleicht weiß auch einer von euch, in welcher Zeit man diese Schmuckkästen in Italien gemacht hat. Ob das wirklich ein altes Kästchen, also alt ist es, aber wie alt? Das wäre doch interessant. Der Look ist schon im Antikstil. Ja, was waren die schönsten Teile? Ja, alles war schön. Also ich bin sehr gespannt auf diese Kette. Ich vermute, es ist eine Designerkette. Sehr interessantes Teil. Ich finde die Marvella-Perlenkette natürlich sehr, sehr schön. Das ist so ein richtiger klassischer Vintage-Schmuck. Ich finde diese tollen Ohrringe toll. Also die sind auch sehr schön 40er Jahre mäßig. Dann freue ich mich sehr über diese Brosche von Marbeau. Ich finde diese Brosche auch sehr, sehr gut. Tolles Teil. Und was noch? Und das Armband. Das ist natürlich auch ein Highlight. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht zu abonnieren und zu liken, wenn euch das Video gefällt. Ich freue mich auf eure Kommentare und bis bald.